Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind natürlich bei Café und Simulator und haben unser Restaurant zumindest, es ist nicht schick, aber wir haben es zumindest einigermaßen einsatzbereit gekriegt. Es kommt ja alles noch mit unserem Bio-Dixie-Kloster vorne. Wir sollen jetzt die ersten Kunden bedienen und das Geschäft eröffnen. Da fangen wir jetzt auch gleich mal mit an, bevor wir hier noch lange rumquatschen. Du hast deine Gehälter bezahlt. Oha, oha, du. Da kostet auch wieder Geld, du. Betrug 0, Elektrizität 40, Gas 5, Wasser 5,7. Ah, oh gut, ja, wir müssen es ja leider zollen. Gut, gut, aber wir müssen auch unser Restaurant eröffnen. Ich glaube, das ist bei Verwaltung oder bei Restaurant? Ich muss kurz gucken, wo ich da gut die Restaurant eröffne. Verwaltung brauchst du auch nicht, ne? Ne, Gesamtlohn anstellen. Wie öffnen wir den Laden? Doch. Sie haben ein Lokal eröffnet, um die Ausrüstung zu bewegen, neue Mitarbeiter einzustellen, müssen Sie die Einrichtung schließen und alle aktuellen Aufträge erfüllen. Dann können Sie alles tun, was Sie brauchen. Alles klar, muss unser Essen zu sein? Wir haben ihn geöffnet. Ich weiß nicht, ob mein Mitarbeiter, wahrscheinlich muss ich mich hier um die Kasse selber kümmern. Zeige fertige Bestellungen. Suppen, Sushi, Fastfood. Ja, mal gucken. Müllkorb. In Ihrer Einrichtung befindet sich ein grüner Mülleimer. Manchmal werfen Besucher dort Müll hinein. Wenn der Mülleimer voll ist, fällt der Müll heraus und verunreinigt die Räumlichkeiten. Und alles riecht schlecht. Versuchen Sie, diesen Behälter rechtzeitig zu leeren. So, was will denn der Herr? Wie kann ich den Herrn denn jetzt bedienen? Pizza Margarita? Will er? Ja, kriegst du doch. Kriegst du doch. Wie funktioniert das jetzt? Hier steht nix. Muss ich das jetzt irgendwie rüberziehen oder so? Pizza? Pizza Margherita. Ah. Um mehr Aufträge auf einmal zu nehmen, mehr Küchentische kaufen und Mitarbeiter einstellen. Da kommt der nächste mit Trudern. Trudern. Das heißt, ich muss den jetzt erstmal bearbeiten. Alles klar. Okay. Manchmal können Besucher Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen, um es sauber zu halten. Kaufen Sie einen Mob in einem. Hören Sie mal zu mit der Pizza Margherita. Die Kundschaft wartet, Mensch. Ich kann hier mich gerade aktuell keine Bestellung annehmen. Wohl hier Bestellung in Bearbeitung. Die Kundschaft wird doch unzufrieden. Doch, Mob. So, wartet der Herr denn hier? Was ist denn das? Wieso habe ich hier schon wieder Ratten im Haus? Nee, nee, nee. Jo, der wartet hier auf so eine Pizza. Pizza ist fertig? Pizza ist fertig. Sehr schön. Zeuge fertige Bestellung. Take. Ach, die muss ich ihm auch noch bringen? Iss und zahl, mein Freund. So, der nächste bitte. Okay. Trudern, Eimer. Ich brauche unbedingt mehr Angestellte. Trudern, Trudern, Trudern. Wo ist ein Trudern? Sushi, Nudeln, Salate, Pizza, Nachtisch. Sonstiges? Trudern. Leute, ich brauche echt mehr Angestellte. Ich kann nicht gleichzeitig Essen bestellen, dem Essen bringen und hier noch sauber machen. Und du siehst mal zu. Schmeckst du ihn denn hier? Schmeckst ihn den? Oh nein, da kommt schon der Nixe. Essen wir mal zu. Wir müssen Platz machen für neue Kunden. Restaurantbewertung. Die Bewertung Ihres Restaurants ist der wichtigste Indikator. Sie wird oben auf dem Bildschirm in Form von Sternen angezeigt. Je mehr Sterne, desto mehr Kunden werden Sie besuchen. Ach nö. Um die Bewertung zu erhöhen, halten Sie es sauber, führen Sie regelmäßig Reparaturen durch, bedienen Sie die Kunden schneller, je länger Sie an der Kasse warten, desto niedriger ist die Bewertung, die Sie abgeben. Je besser der Kaffee schmeckt, desto höher die Bewertung und vieles mehr. Behalten Sie den Komfort bei. Je mehr Komfort in Ihrem Lokal vorhanden ist, desto höher ist der Komfort. Was ist denn das für eine... Naja, gut. Hier, ist fertig, doch, bitte. Oh, hallo. Jo, jo, bitte. Trinkgeld! Danke. Ich komme ja schon. Ich brauche mehr Angestellte. Pizza Pepperoni. Wo sind jetzt die Pizzen? Da. Pepperoni? Bitte. Die drecken mir hier die ganze Bude dicht, Mensch. GM-Mob.
Kiki, sie futtert, er wurde aus seiner Pepperoni-Pizza, da kommt schon wieder einer. Mein guter Kumpel ist auch wieder da, was willst du wieder? Gestern wurde ich vom Makro-Rebat verprügelt. Wir konnten uns kein Stück Brie-Käse teilen, das unter dem italienischen Restaurant Versus lag. Jetzt muss ich meine Wunden heilen. Mir 7 vor ein paar Dosen Alkohol und Pflaster geben, nehme es und verzieh dich. Seht so, wir haben Kundschaft, Mensch. Da, der Laden wird immer voller. Ich weiß nicht, ob ich Angestellte an die... Schön wär's ja, ne? Obwohl ich die Kasse auch erstmal selber machen könnte, aber... Ich glaube, das wäre schön, noch einen zweiten Küchentisch zu haben. Und einen zweiten Angestellten. Das wäre, glaube ich, sehr schön, damit das Essen hier mal schneller geht. Meine Kunden zwischen den Beinen rummoppen ist wahrscheinlich auch nicht so toll. So, fertige Bestellung. Bidi, bidi. Dort ist der Herr. Wie konnte... Oh Gott, Sorge in, Alter. Leute, die kein Trinkgeld geben, werden hier nicht geduldet. Ich komme ja schon. Lasagne. Da ist hier nichts, Lasagne. Wo haben wir denn die gute Lasagne? Noch sonstiges? Da haben wir die Lasagne. Gut. Ich brauche unbedingt einen zweiten Küchentisch. Ah, ich kann jetzt aber auch nichts umstellen, ne? Nicht so lange der Laden auf ist, ne? Standteuer. Da muss ich wirklich erstmal den Laden schließen. Sie wurde auf Lasagne. Er futtert immer noch sehr zu, Junge. Ich brauche einen zweiten Küchentisch. Das bringt so nichts. Und dann muss ich auch zwischendurch Essen nachbestellen. Er geht. Trinkgeld. Ja. Leute, wir schließen wollen. Der wird schon ungeduldig. Seh zu, Mann. Geh doch. So, hier, schnell hinbringen. So, er hier, nee, sie hier. Wohlbekommens, Level erhöht. Wunderbar. Den, hier gleich die nächste Bestellung annehmen. Pizza Pepperoni mal wieder. Pizza Pepperoni. Ja, ich weiß, dass sie lange warten. Ich glaube, wir werden... Na, mal abwarten. Wie sieht's denn aus mit Rechnungen? Aktuell ganz gut. Alter Junge, ich hoffe, du hast dir die Schuhe abgeputzt. Trinkgeld! Was ist das? Wie lässt sie hier erstmal Müll liegen? Wie leere ich den? Muss zumindest 50% voll sein, okay. Jo, ich weiß, ihr werdet ungeduldig. Aber Leute, ist mein Koch nicht der Schnellste. Ich kann nichts dafür, Leute. Habt Geduld. Wenn ihr was zu meckern habt, an ihn da. Ich bin nur derjenige, der das Geld kassiert. Also. Hau, du. Ich brauche einen zweiten Küchentisch. Nee, ich werde den wahrscheinlich dann hier irgendwie mal rüber schieben und hier noch einen Küchentisch hinbauen oder so. So, Bestellung. Danke. Wenn ihr mal mehr Gäste hier. Bitte sehr. Wohlbegums. Ausbildung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und sind nun bereit, mit der Arbeit und der Entwicklung Ihres Restaurants zu beginnen. Wir haben Ihnen bereits $200 als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung auf Ihr Bankkonto überwiesen. Machen Sie weiter so. Bedienen Sie 20 Kunden, um einen Kassierer einzustellen. Stellen Sie einen Mitarbeiter. Der Kassierer bringt mir hier jetzt auch nicht viel. Wirklich den Laden gleich erstmal dicht machen. Ich brauche mehr Küche, das ist wichtiger. Wenn Sie keine guten Beziehungen zu den Obdachlosen vor Ort pflegen, können Sie diesem Geschäft schaden, indem Sie beispielsweise Fensterscheiben einschlagen oder Müll auf dem Gelände des Cafés werfen. Manchmal bitten Sie sie auch um Geld, indem Sie ihnen eine andere Geschichte erzählen. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie Geld geben wollen oder nicht. Ja, ich mache es lieber, weil sonst rennt der Linde hier rum. Was ist mit dir los? Wieso bist du so stinkig? Du hast doch schon so viel Kohle von mir gekriegt, Mensch. Du siehst zu da. Ich hau dir, wenn du hier was kaputt machst, hau ich dir den Schrauber um die Ohren.
Ich jetzt. Nee, einer ist definitiv zu wenig. Die Besucher gehen, wenn sich vier oder mehr Personen in der Warteschlange befinden. Oh, das glaube ich. Dort glaube ich. Lausanne. Blablabla. Bitte. Wohl bekommst. Oh, bin schon da. Immer mit der Ruhe. Pizza 4 Käse? Pizza 4 Käse. Schrober brauche ich auch schon wieder. Das ist klar. So, wir kriegen ja jetzt eh nach, ne? Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal schließen. Für den Anfang reicht das, glaube ich, erstmal. Der Ort ist geschlossen. Haut ab. Ich hoffe, das macht die Welt noch bedient, oder? Wenn sie nicht. Doch, ja, sie ist fertig mit Essen. Danke fürs Trinkgeld. Danke fürs Trinkgeld. Danke für den Müll. So, der wird noch bedient, ja. Und dann sind wir die Leute erstmal los. Sehr schön. Was machst du denn da? Du sollst arbeiten, keinen Dreck machen. Sind das Kakerlaken? Wie werde ich denn die Kakerlaken los? Hiermit? Nö, das funktioniert nur gegen Ratten. Okay. Ach, schau dir mit dem Spray. Da wollen wir gleich mal gucken. Warte. Der soll ja noch so eine Pizza bekommen. Bitte seh der her. So, der Laden ist zu. Wenn der gleich weg ist, dann können wir hier mal ein bisschen ausdocken. Ich muss mich noch einmal kurz um die Kokolakien kümmern. Ich glaube, das ist dieses Spray. Schabenvertilger. Nee? Doch. Doch keine Kakerlaken in der Küche haben. Was ist, wenn das Gesundheitsamt vorbeikommt? So, Spiel gespeichert. Sehr schön. Denn fordere mal zu, los viel Trinkgeld hier und so, sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss hier umbauen. Bloß, wie mache ich das am besten? Ich glaube nicht, dass ich hier zwei Küchentische nebeneinander kriege, obwohl ich es gerne hätte, ne? Kühlschrank könnte man ja hier hinstellen. Den Ofen nehmen wir Kühlschrank. Müsste ich das Ding zwar umbauen, aber das geht schon, damit ich hier vielleicht zwei Küchentische hinkriege. Vor einen weiteren Angestellten. Hast du Trinkgeld drauf gelassen? Sehr schön. Das müsste ja auch funktionieren. Ich meine, wir haben geschlossen, ne? Jo. Dann nehmen wir mit. Dreh einmal das gute Stück. Ich hoffe, das Kabel reißt nicht. Weißt du was? Hier, dreh mal kurz richtig. So gerade. Jo. Nimm mal kurz die Steckdose mit. Die stopfen wir jetzt doch wieder hinter. Zock. Bleibst sogar angeschlossen. Sehr schön. Den auch an die Wand ran. Na. Steht ja halb in der Wand, oder wie? Nicht, dass er hier jetzt durchguckt. Okay, warte. Er guckt halt durch. So geht das natürlich nicht. So steht er. Ah, ich bin da penibel. Ich bin doch penibel. Das muss ordentlich stehen. Ich weiß ja nicht, warum der halb in die Wand geht. So ist richtig. Ja, den kann natürlich die Kühlschrank auch gleichzeitig als Türstopper dienen. Ergebnisse der Brandinspektion. Guten Tag, mein Name ist Inspektor Louis und ich werde regelmäßig vorbeikommen, Ihren Brandschutz zu überprüfen. Denn die Sicherheit Ihrer Besucher hat Vorrang. Unsere Regeln besagen, dass Sie mindestens drei funktionierende Rauchmelder für jeden mittelgroßen Raum haben müssen. Überprüfen Sie Ihre Rauchmelder regelmäßig, um eine Panne zu erkennen und zu ersetzen Sie rechtzeitig. Das Ergebnis Ihrer Inspektion ist, unten haben Sie einen schönen Tag. 5 von 5 stehen. Sehr schön. Dann machen wir weg hier. Ich war hier noch nicht fertig. Nehmen wir den Herd da weg. Nehmen wir die Steckdose noch mit. Die pflanzen wir auch hier hinter. So, und dann stellen wir den mich hier neben. Ich hoffe, das geht und andersrum.
Hier ist eine Grode, Susa Grode, ne? Jo. Ich weiß nicht, ich kann das hier aus irgendwelchen ominösen Gründen halb in die Wand stellen. So, den müsste doch hier jetzt Platz sein. Warte mal, die müssen wir auch umstellen. Die muss ja über den Herd. Ja, es sieht vielleicht jetzt ein bisschen fragwürdig aus. Aber ich glaube, wir können die Bude später noch größer machen oder so. Hier ist auch doof. Die machen wir mal wieder da oben hin. So. So, ich wollte hier noch so einen zweiten Küchen nebenstellen mit Küchentisch, wenn es geht eben. Damit wir schneller das Essen fertig kriegen. Da, Küchentable, genau. Ich hoffe nur, wir verarmen jetzt nicht gleich. Den stellen wir hier mal in die Ecke. Dann passt das schon. Passt so, passt so. So, dann könnten wir uns auch rein theoretisch noch einen zweiten Angestellten holen, der da arbeiten könnte. Ich meine, Kasse kriegen wir schon hin. Ist jetzt nicht so das Problem. Was war das? Ich habe hier Randale auf dem Grundstück oder sowas. Wie ich ein Foto machen soll, habe ich im Übrigen noch nicht rausgefunden. Falls wir den mal sehen sollten. Steht auch nichts von Fotofunktion oder so, ne? Oh, da ist noch nicht freigeschaltet, okay. Und dann gucken wir erstmal nach den Angestellten. Management. Wo ist denn hier eben da? So, die Motivation ist natürlich auf Nullpunkt. Absteigen, zolle Prämie. Wir sind ja nicht so. Hier kriegst du noch eine Prämie. Dann bleibt deine Motivation hoffentlich mal ein bisschen hoch. Wir brauchen mehr Angestellte. Haben aber keine. So, die Jessica. Arbeitsgeschwindigkeit, naja, Kommunikation sehr gut. Motivation sehr gut. Kommunikation wäre eher an der Kasse, ne? Aber ist trotzdem so gesehen, wenn ich mir mal so angucke, die Beste. Ist aber auch die teuerste. Wir nehmen sie. Kasse mache ich erstmal selbst. Sie kommt erstmal hier hin. Die gute Jessica. Arbeitsgeschwindigkeit, ja, ja. Ich hoffe nur, dass ich dort Geld alles wieder reinkriege. Aber dann können wir zumindest zwei Bestellungen annehmen, denke ich mal. Gut, dann machen wir den guten Lorn wieder auf. Geht auch nicht anders. Ist hier noch irgendwo Dreck oder so? Nee, ne? Den lüftert, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Toiletten hier sauber machen muss. Was machen denn die Katzen hier? Nein. Wir haben ja gerade keine Gäste. Das waren noch garantiert die Katzen. Oder ist Dixie Klo ausgelaufen? Nee, nee, nee. Hier liegt auch schon wieder. Muss ich ordentlich sauber halten, den Laden hier, ne? Oh, die ersten Gäste kommen wieder. Sehr schön. Aber immerhin haben wir unsere Bewertung aktuell schon mal auf 2 stehen. Das ist auch schon mal ein Anfang, ne? Drinnen irgendwo Dreck? Ich hoffe nicht. Zu sehen ist nichts. Klo gibt's aktuell nur draußen. Sehr schön. Den sollten wir vielleicht mal... Ja, ich muss tatsächlich nachbestellen. Okay. So, was will die Dame denn? Was will die Dame? Drautan. Drautan. Bitte, bitte. Jupp, ich kann tatsächlich eine zweite machen. Das sollte doch denn schon mal besser vonstatten gehen, wenn wieder mehr Gäste kommen, ne? Ist das ein Flugzeug, was hier rüberbrettert, oder was ist dort? Scheint ja so. Jo, guck mal, da kommt die Nixi. Sieht selber aus wie eine Köchin, aber gut. Pizza B, Bruni. Bitte sehr. So, da sind Bräute am Rumalauchen. Danke, danke. Fertige Bestellung. Jo, das war die Trautern. Den bringen wir schon mal. Bitte sehr. Lassen Sie sich doch schmecken. Ah, Kursu läuft das doch schon besser. Ich hoffe nur, wir verarmen nicht. Ich hoffe nur, wir können uns das leisten. Von wann mehr geht's denn, ne? Oh, da kommt wieder jemand.
Also optimal steht das hier auch noch nicht. Die rennen immer halb durch den Kühlschrank, aber das ist ein Anfang. So, eine Lasagne, die kriegen Sie selbstverständlich. Wird gemacht. Bitte setzen Sie sich schon mal. Ich hole mal kurz den Schrubber raus. Da ist was für dich. Wohl, die haben meinen Boden beschmutzt, wollte ich sagen. So, einmal fertige Bestellung. Die Peperoni ist fertig. Bitte sehe die Dome. Das andere ist auch in Arbeit, hoffe ich. Jo. Na, jetzt läuft das doch schon besser. Jetzt läuft das doch schon viel, viel besser. Alles viel, viel, viel Geld da. Und ich sollte zwischendurch nach Trinkgeld gucken, nicht, dass es ein Gast klaut. Oh. Der Müll ist voll. Bestell die Müllabfuhr. Echt, das muss ich auch noch machen? Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. Da. Jo. Warte mal, was will der Herr? Lasagne? Danke, ist bestellt. Fertige Bestellung. Die Lasagne ist fertig. Bitte sehr, die Dome. Danke, danke. Trinkgeld nehmen wir mit. Nächste Goss ist da. Ja, Müllabfuhr ist unterwegs. Nochmal Lasagne? Gibt es hier nur noch Lasagne als Bestellung oder was? Der Mülleimer ist leer. Ich hoffe es doch, ne? Ne, ist er nicht. Es ist alle. Ja, ich kann, glaube ich, auch noch einen Kassierer einstellen. Aber im Moment schaffen wir das auch selber. Also sparen wir ein bisschen Geld. Fertig, dort nichts zu essen. Wunderbar. Das war die erste Lasagne. Bitte sehr, der Herr. Oder die Dame. In Verzeihung, von hinten sahen sie aus wie ein Herr. Da kommt wahrscheinlich nichts. Oder die nichts. Ja, jetzt flutscht es hier durch. Guck mal, wir sind auf drei Stehne. Auf drei. Sie wollen Pizza Pepperoni? Die gibt es. Bitte? Was ist denn hier schon wieder? Nee. So. Die Lasagne Nummer 2 ist fertig. Bim, bim. Bitte. Die... Es gibt keinen Platz für einen Gast. Was? Dann holst du gleich wieder ab? Nur weil es keinen Platz gibt? Kann auch am Fußboden essen, Lady. Außen sind hier noch Stühle frei. Müll lässt er auch liegen. Sehr schön. Dort essen ist auch fertig. Naja, aber es lüft, ne? Ich glaube, wir brauchen bloß im nächsten Mal ein paar mehr Tische. Bitte sehr. Wo ist der nächste Gast? Pizza 4 Casey? Da. Wunderbar. Drei Städte sind wir schon. Der Laden brummt. Tränkel gibt es jede Menge. Ich hoffe nur, wir machen Gewinn. So, Pizza 4 Käse ist in Arbeit. Ist hier schon wieder irgendwo Dreck rum? Nö. Aber Mr. Jogging Macho Man ist im Anmarsch. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn? Wir haben Platz frei. Kommen Sie rein. Genau. Der will einen Trauturm. Der kriegt auch so einen Trauturm. Setzen Sie sich. Aber da oben sehe ich auch gerade die Zeit, wie lange das braucht, bis es fertig ist. Sehr schön. Jo, bin sofort da. Ich muss mein Trinkgeld einsammeln. Gut. So. Fertige Bestellung. Pizza 4 Käse. Komm sofort. Bitte der Herr. Im Restaurant wird nicht telefoniert. So, Drudon ist noch eine Arbeit. Braucht noch ein bisschen. Danke der Herr. Lasagne. Was deine Gehälter bezahlt? 110. Oh, ich muss gleich mal nach Rechnung gucken. Aber einmal Lasagne. Fertig ist noch nix. Jetzt, okay. Wir gucken sofort nach Rechnung. Gäste worden, das geht vorher. So, jetzt hören Sie auf zu telefonieren und essen Sie. Trinkgeld mit. Nee, nee, nee. So, Rechnung. Sie haben unbezahlte Rechnung. Bezahlen Sie sie pünktlich. Das hatte ich gerade vor. Betrug, was? Elektrizität, Gors, Wasser, yo, yo.
behält er, wenn ja eh, glaube ich, automatisch bezahlt, ne? Ah, ob ich jetzt wirklich Gewinn mache, bin mir noch nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, sie möchte auch meine Pizza Margherita. Dort ist fertig. Bitteschön. Pizza Margherita kommt, er ist am Futtern. Sehr schön. So, bedienen Sie 20 Kunden, ist ja meine Aufgabe. Könnte ein Kassierer einstellen? Ja. Aber die Frage, ob der Kassierer geht, auch das Essen austrägt, ne? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, da brauche ich wahrscheinlich einen extra Kellner für oder so. Trinkgeld? Oh ja. Allerdings sehe ich nichts davon, dass mein Geld höher geht. Also ich muss ja auch Essen bestellen. Kann ich irgendwo nachgucken, wie genau, da sehe ich ja nur Gas, Wasser, meine Finanzen sind? Oder Statistik vielleicht? Ah, bis jetzt. Ich sehe es nicht so genau, ne? Geld verdient minus 4000. Okay, das ist natürlich. Einmal eine Pizza Pepperoni. So, und Pizza Margherita ist fertig. Bitte die Dumme. Trinkgeld nehmen wir mit. Was ist denn das schon wieder? Sehr schön. Nächste Gurs kommt. Einmal Pizza Margherita. Kann sagen, ich dachte, ich hätte mich verklickt. So, mein Gericht ist fertig. Sehr schön, sehr schön. Das war die Pizza Pepperoni. Und die Pepperoni, die kommt denn jetzt hier hin? Da ist schon wieder Dreck. Gut, wir sind jetzt gut im Griff. Alles gut und schön. Das Problem ist, wir machen nicht wirklich Gewinn und müssen ja auch irgendwann Zutaten kaufen, ne? Der wie Pizza, 4G, sehe. Edo. Und vor allen Dingen, warum geht unser Ruf runter? Warum? Deswegen habe alles an Dreck sauber gemacht. Hier klauen wir nicht mal ein Trinkgeld. Er lungert schon wieder rum, ne? Das auch klärt so einiges. Ne? Verzeih dich, Mann! Ich hab dir so oft Geld gegeben, was machst du, meine Scheibe, mein Debbern? Ja, er war der Grund, dass der Ruf runtergeht. So, Essen ist fertig, zwei Essen sind fertig. Pizza Margherita. Bitte die Dome? Kann man das auch von hier? Ja. Pizza 4 Käse? Bitte der Herr? Willst du es mal nehmen? Planet? Gott sorgen. Jo, ich komme. Pizza 4 Käse. Pizza 4 Käse da. So, das ist, ja, doch ganz minimal Gewinn machen wir. Ganz minimal machen wir Gewinn. Okay. Den Lüfterlohn hier, ja, würde ich sorgen. Der kommt wie für heute langsam mal am Ende. Wir nehmen natürlich unser Trinkgeld mit. Sehr schön. Ja. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Nächste Bestellung nehmen wir natürlich auch noch an. Drottern. Ich befürchte, dass wir Leute irgendwann ein Problem kriegen werden, weil uns die Zutaten ausgehen. So viel Gewinn machen wir da ja nun nicht, aber warten wir ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.